Hallo Welt, hier ist Galantuart 3 und 4 mit Let's Play Snailiet. Ja, das letzte Mal haben wir das Spiel abgeschlossen und den Bossrush gemacht und ich muss mal gucken, wie die Steuerung geht. So, okay. Und diesmal suchen wir nach den restlichen Zirkus, die im Spiel versteckt sind. Und ich habe hier eine Karte nebenbei offen und ich werde was dahin schneiden, wo es dann was gibt. Also bis gleich. So, Geheimnis Nummer 1. Wir können den Boden zerschießen, uns an die Wand kleben, runterklettern. Jetzt hier rein. Hier den Baum zerschießen und nach oben. Und hier rüber und den Herzcontainer. Wie? Norm. Und du willst mir was sagen, nicht wahr? Man hat es nicht so viel Spaß, Blöcke kaputt zu machen. Ja, macht es. Und hier oben ist Helix-Fragment. Nom. Okay, ich habe so und so viele Prozent gefunden bisher. Und das war's hier, okay. Nächstes Secret. Einmal hier durch. Wie? Hier gibt es meinen Herzcontainer. Ach ja, wie süß. Und hier soll es laut Karte auch weiter nach links gehen noch. Ah, hä? Ach so. Okay. Hier will ich noch nicht hin. Das ist der Isis-Schrein. Den brauche ich noch lange nicht. Ist wieder raus. So, nächstes Secret. Sekunde bitte. Ah ja. Von wegen Sekunde. So. Der Geheimbumerang. Ja, damit kann man sich im Grunde super Zeit den Bumerang holen. So. Huch. Okay, ich bin jetzt auch gegen Feuermond. Schön zu wissen. Jetzt müssen wir nach dem Strada Abyssus und können uns jetzt hier durcharbeiten. Hier ist ein Hirsch. Der macht aber nichts, der ist einfach nur da. Und hier lang nach rechts. Das gibt durch. Oh. Hallo du da. Nom. Und zurück ins Snail Town. Und so hier durch für ein Helix-Fragment. Das habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst. So, jetzt kommen wir hier lang, hier rüber, hier drunter, oben, unten, links, rechts. Neues Gebiet. Ah, oh, die spielen uns seine Secrets. Höhlenschnecken machen mir Angst, ich bleib hier drüben. Dann geh einfach. Eine Höhle, okay. Ich Höhlenschnecke. Ich Helix-Fragment. Nom. Geht's runter. Durch die Bäume kann sie wieder durchschießen. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was man davon. Das ist doch was. Aha. Naja, mehr Helix-Fragmente. So. Baum. Geh weg. Hier geht's nach Marzellia. Okay. Okay, Snailtown habe ich alles gefunden. Sehr schön.
dann grausen wir jetzt mal Sarilla als nächstes ab. Bis gleich. Wollen wir jetzt erst den Raum, den das Snelltron führt. Denn... Tada! Oh Gott, die Secrets in dem Spiel sind so dumm. Na? Okay. Oder Hering. Okay. Nächster Halt. So. Wir sind jetzt ganz oben rechts. Und da ist auch noch zurück. Schip. Raumfaller, Gegner und ein Helix-Fragment. Huch. Was ist das für eine Oberfläche? Aha. Tja. Und ja. Noch ein bisschen erkunden hier. Und nächster Fall. Wow! Snelltown. Was? Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber gut, links vom Boss. Oder haben wir den schon? Den haben wir sogar schon. Hä? Yeah. So. Huch. Okay, das war's mit Barazarelia. Jetzt haben wir hier alles. Nächster Halt. Amstrada Abyssus, würde ich mal sagen. Ja. Wir sind jetzt in dem Gebiet, wo es das Gravity Snail Upgrade gab. Hier will ich die Decke. Ah, so random. So. Und als nächstes will ich vielleicht weiter aufnehmen. Und hier irgendwo durch. Naja. Huch, Spinnen. Okay. Nummer 24. fehlt noch ein was in dem Gebiet. So, hier oben irgendwo. Da! Aha! So. Nächste Halsspiralselehre. Bis gleich. Okay, vom Bossraum aus. Na. Hier. Labyrinth, Hilfe. Nee. Hier lang? Da lang. Ah, okay. X-Fragment. Und wo wir schon hier sind. High Jump! Den hätten wir uns könnte viel eher holen, aber naja. Und es geht gleich weiter. Wir wollen nach unten links, wenn ich wieder herausfinden würde. Da lang. So. Hier durch die Tür durch. Wie Helix-Fragment. Und hier muss es noch einen Geheimgang geben nach Mistrada Abyssus irgendwo. Ah. Hier durch. Wütender Block ist wütend. So. Will hier rein. Und durch die Decke. Für den letzten Herzcontainer. Und einem Akkro-Schleim. Wow. Reg dich ab, Kollege. Holy. Okay.
Das Schleim. So, Amstrada Spirale Celere abgeschlossen. So. Und nächste halt Luxirata. So. Oh, wie random, ey. Oh, hallo. Was geht? Natürlich, was denn sonst? Wo sind wir hier, Snaily? Denkst du, wir haben diesen Raum hier mit Absicht hingesetzt? Ja, aus purer Gehässigkeit. So. Zurück nach Snail Town. So, jetzt müssen wir nochmal den Geheimgang finden, den ich von gehabt habe. So rum. Und jetzt war das irgendwie durch die Wand durch. Wenn ich nur noch wüsste, wo genau. Ja, ja, ja. Da war das von unten durch. Das war so rum, okay. Der Schrein von Isis. Und das ist das letzte Helix-Fragment. Und ich komme nicht dran. New! Ne, das wollte ich nicht. Hat übrigens tolle Musik, das Level. Moment. Ne. Nach oben? Nein. Okay. Schrein von Isis. Ah, da bin ich falsch. So rum. Okay. Und jetzt? Ah, okay. 100%! Yay! Jetzt können wir das super geheime Mega Ultra Secret Ending sehen. Hallo Isis, was geht? Ah, jetzt das war Moon Snail. Ups, ich sollte eigentlich erst mit Isis sprechen. Hüpp-di-düpp. Und so wurde Moon Snail wieder zu Sun Snail. Weil. Zeug. Und er sammelt Primzahlen. Fragt nicht. So. Spiel vorbei. So doof, ich hab vergessen die Idee. Wollen wir jetzt überspringen? Ups. Nope. ja, also Isis sagt auch nicht wirklich Wichtiges. So. Oh. Na gut, den Credits müssen wir auch nicht nochmal sehen. Ich bin Gunnus 234, das war Let's Plays. Na Moment, ich komme noch wieder raus, wo ich. Da kann ich doch noch mit Isis reden. Turbo-Modus!
Hallo Isis. Glückwunsch, Lady. Dank dir ist Moon Snail wieder gerettet und ist jetzt an Snail. Das musste unbedingt noch gezeigt werden. So, jetzt aber im Ernst. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wo ich dann den Slug-Modus noch zeige. Tschüss.